Nun, da Kiew gesichert war, planten die Mongolen einen Vorstoß weiter hinein nach Europa. Sie wollten die Mongolen kommen. Aufspalten, indem sie beide Königreiche gleichzeitig angriffen. In Liegnitz würde die Kriegsführung der Mongolen die alten Armeen Europas auf die Probe stellen. Oh. Die Schlacht bei Liegnitz, 1241. Die Schlacht bei Liegnitz unter der Führung von Genghis Khan, Enkel Baidar, führten die Mongolen den ersten Teil ihres Doppelangriffs auf Zentraleuropa. Auf den Feldern von Liegnitz stellte sich ihnen die hastig zusammengerufene polnische Armee entgegen, was dazu führte, dass die Truppen vereinzelt auf dem Schlachtfeld eintrafen. 1241 Liegnitz. Liegnitz, Herzogtum Schlesien. Im Grasland von Liegnitz würden die Mongolen den größten Armeen Europas unter der Führung Polens gegenüberstehen. Eine Armee aus Böhmen machte sich auf den Weg, um die in Liegnitz versammelten polnischen Truppen zu unterstützen. Gemeinsam hofften sie, die Mongolen aufzuhalten, bevor Westeuropa einer Großinvasion erlag. Großinvasion. Wenn die Mongolen schnell handelten, könnten sie die zerstreute polnische Armee besiegen und die Böhmen zum Rückzug zwingen. Benennen sie die polnische Armee. Oh, was ist hier los? Die Mongolen hatten die Schießpulvertechnologie von ihren chinesischen Untertanen übernommen. Silvesterknalle. Sie hatten nun das mächtige Bienennest in ihrem Arsenal. Bienennest. Also die explosiven Geschosse dieser Waffe ermöglichte es ihnen, den Feind mit vernichtendem Raketenfeuer. Bienennest. Durch die Plünderung der feindlichen Höfe und Felder konnten die Mongolen wertvolle Rohstoffe erbeuten. Ah, geil, wir kriegen ja Rohstoffe. Oh, warte mal. Während das Feld brannte und der Rauch der Höhle stieg, ich dachte, beanspruchten die Mongolen die Beute für sich. So. Silvesterknaller hier, nicht schlecht. Was ist hier? Oh, was ist das? Bäume so schnell, doppelt so schnell fallen. Ah, hier. Was können wir hier mal machen? Ja, hier auch nochmal. Was ist das? Vier Bogenteile erhöht die Fernkampfschaden von Mongolei. Um 1. 850 Gold. Nee, das ist viel. Also das ist für einen Turm nur. Türmchen. Ah, ich kann hier noch Soldaten machen. Dreimal gleich. Steine. Steine habe ich ja auch. Den kann ich ja hier. So. Nein, nein, nein. Hier hin. Ihr sollt euch hier versammeln. Oh, ich glaube, hier kommen die gleich. Silvesterknalle. Vernichten Sie die polnische Armee. Die Böhmen treffen zur Verstärkung der polnischen Armee ein. 20 Minutes. Oh. Wo muss ich jetzt alles einzeln eintippen? Bezwingen Sie die auf dem Schlachtfeld verbleibenden Einheiten. Das kriegen wir hin. Aber wo kommen die jetzt her? 1300, 1500, 1650, 1800, habe ich irgendein vergessen? Wo haben wir jemanden vergessen? Ist das ein Speer? Warum ist der immer schneller als die anderen? Bezwingen Sie verbleibende Einheiten. Ich glaube, soll mal hier oben bleiben. So. Die geilen Silvesterknaller, hä? Wo?
Boah, jetzt brauche ich aber Hilfe hier. Ey, Kollegen, ich brauche Hilfe. Einmal hier umdrehen. Ey, komm zurück. Schnell, hilft hier zurück. Zurück, zurück. Ey, ich bin in die Falle getappt. Oh, Mist. Oh, das war wohl nix. Oh, das wird knapp da. Hilft hier mit, hallo? Schnell, schnell, schnell. Ja, komm, einen noch. Oh, verletzte Anführer. Hallo, greift doch an hier, was macht ihr? Oh, diese ist der Knaller. Oh. Das war jetzt hier gerade ein knappes Ding. Aber zwei Leute fehlen? Ach da. Ey, ohne Silvesterknaller kann ich nicht angreifen. Die Mongolen besiegten die polnischen Truppen und setzten ihren unerbittlichen Vormarsch fort. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Weiter im Text. Oh, das war gerade ein knappes Ding. So. Was muss ich jetzt hier machen? 110 Fleisch. Na, oh mein Gott. Also ein bisschen schneller. Steine darf ich nicht kaufen. Steine darf ich nicht kaufen. Verkauf Gold. So. Fleisch kaufen. Fleisch ohne Ende. Hey, immer. So viele machen wie nur möglich. Ja, siehst du das? So, die Patrouille macht. Mensch, Leute, wieso wartet ihr denn die ganze Zeit auf? Aber da kommt die Truppe hier. Oh oh. Kommt zurück. Einmal zurück, einmal zurück. Gehört ihr nicht zur Truppe? Kommt ihr zurück. Schnell. Erhöht Produktion. Bla 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 bla. Ger. Hä? Haben die mich gerade veräppelt oder was? Die sahen doch hier gerade aus, dass sie hier angreifen. Aber die kommen hier hin. Die sollen mal schön. Ah, guck mal, wir hätten noch was machen können mit dem König hier. Oh. Manöver verpeilt. Feuert ein Signal ab, Nachladezeit einiger Einheiten schneller. Verteidigung. Noch Verteidigung nehmen können. So, dann nehmen wir die jetzt auch mal mit. Speichern wir einmal sicherheitshalber. So. So, dann gehen wir jetzt hier einmal die Route nach oben. Bezwingen Sie die Kavalleriepatrouille. 9 Stück. Läuft hier alles? Ja. Läuft. 14 Minuten haben wir. Hey, jetzt habt ihr was Schönes hingekriegt, wa? Die Patrouille. Ich dachte, die kommen von hier oben und wollen mein Dörfelein angreifen. Polnische Armee.
Zählen die verbleibenden Einheiten auf. Auf einer, was steht hier? Eine Einheit der Höhe. Oh, soll ich die jetzt alle platt machen hier? Muss ich ja. Ey, wie viele sind das? Ey, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Unsere Autos sind noch nicht da. Unsere Autos sind noch nicht da. Wo ist der König? König macht Verteidigung hier, das finde ich ab. Hey, greift an. Oh, das wird knapp hier. Beider wurde verwundet. Wer ist Beider? Greift an, greift an, greift an. Was sind das für heftige Leute? Hallo, weiter angreifen. Ich doch nicht einfach rum. Wo ist denn Baidari? Baidari, Alter. Ohne die Autos, ne? Es ist etwas difficult. Da, guck, da kommen die, Alter. Jetzt habe ich einen Salat. Jetzt wollen wir eine Falle stellen. Aber die müssen hier zurückkommen. Wir müssen einmal ein Stück zurück. Die kommen von uns hier. Die greifen uns von hier an. Da kommen die Leute. Zwingen die Kavalleriepatrouille. War das schon nicht mit in der Mission mit drin? Da. Patrouille, los! Silvesterknaller. Mach die fertig. Mach die fertig. Yeah. Haben wir auch. Die Mongolen bezwangen die polnischen Ritter und versetzten den europäischen Streitkräften damit einen erheblichen Schlag. Geil. So. Hier ist noch was rot. Was denn hier noch rot? Ah. Rohstoffe. Natürlich, aber warte mal, nicht, dass da noch irgendwelche Leute da sind. Könnt ihr mal alle mit angreifen, anstatt nur ein paar? So. Oh, wir haben kein Fleisch mehr. Wir brauchen Fleisch. So, ich muss denn hier wieder was verkaufen. Holz. Ich habe mein Holz. Holz verkaufen. So, mache ich mal. Ah, oh, ist das nicht so wenig? Aber ich brauche ja nicht so viel. Ich genieße Rohstoffe. Ah, ich muss ja noch Nahrung kaufen. Während die Schlacht auf den Feldern tobte, kam die Armee aus Böhmen immer näher. Böhmen. Den Mongolen lief die Zeit davon, wenn sie die polnische Armee besiegen 100 und 200. Die Bedrohung aus Böhmen neutralisieren. Böhmen, ich bin pleite. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Die polnische Armee müssen wir doch wohl schaffen. Aber ich nehme die mit. Wartet mal. Kommt mit. Die sind doch hier schnell. Ich habe hier nur... Komm doch von da. Was war hier? Hier ist doch eine Abzweigung. Hey. Dörfele. Dörfchen. Schießt doch nicht die ganze Munition für einen. Hallo? Silvesterknall. Was, wie heißen die denn? Bienennest. Belagerungsschießpulver. Ey, die sind aber schnell. Die rennen. Geil. Macht hier alles platt. Wir müssen da noch Spezialeinheiten produziert 2. Kostet aber auch 50 Gold. Nee. So. Einmal hierhin, mit in die Truppe bitte. Dann greifen wir erstmal hier die polnische Armee an. Die gute alte polnische Armee. So. Ich glaube, das müsste reichen.
Sprech mal hier ein, Entsamnir. Was es da gibt auf dieser Seite der Map. So, König. Haben wir hier alle mit, alles mitgenommen? Lieber König, ich komme. Wo sind die? Auf der Map sind die schon da, aber wo sind die? Ach, da. Zwingen sie die Verbleibenden. Ey, warte, erstmal oben. Nein, die machen hier. Ey, zurück, zurück. Schütz die Kern. Ey. Oh, Glück gehabt. Ah, wo ist der König? Verteidigung. Wir brauchen Verteidigung. Greift die an, die Leute. Oh. Spider. Mensch, Spider. Mr. Spider. Ey, die Dinger, die gehen kaputt. Nein. Greif an, greif an, greif an. Oh ja! Verletzte Anführer mit verletzten Anführer. Geil geschafft. Obwohl sie den europäischen Armeen zahlenmäßig unterlegen waren. Oh, Glück gehabt. Die Mongolen den Sieg. Da haben wir noch Glück gehabt. Durch die Felder von Liegnitz fraß, packte das Grauen Europa. Oh, Europa zittert. Der Erfindungsreichtum des mongolischen Reiches hatte dem Westen eine schreckliche neue Art der Zerstörung gebracht. Ah. Wir haben Europa zerstört. Khans, die Khans kommen. Klopf, klopf, wer ist da? Europa. So.